Okay, es geht los. Eva, Europapokal. Achtelfinale, die letzten 16. Ich freue mich. Okay, super. Los geht's. Europa, hier sind die Helvetik-Stars. Ball erobert und jetzt die erste Möglichkeit. André, André mischt ab. Verliert den Zweikampf und das war eine gute Möglichkeit. Chapeau Zero, Levin, freut mich, dass du einschaltest. Paddy Fanclub ist am Start. DR90, Numara, Kepas. Aber da kann er nicht wirklich was machen. Vielleicht mal aus der zweiten Reihe und da ist Becker. Becker, die Franzosen spielen guten Konterfußball. Kiki übers Tor. Vierte Spielminute, habt ihr mal gesehen, wie schnell die Franzosen sind? Zwei, drei Anspielstationen und schon vorm Tor. Fünfte Spielminute und das ist Achtelfinale. Wir spielen Hinspiel und Rückspiel. Loris kommt raus. Wow, Loris ist einer meiner Lieblingstorhüter. Das ist natürlich nicht der echte, sondern einfach nur Loris. Ryan Kitov, Zanzeb bricht ab. Spielt auf rechts. Schöner Ball. Becker. Becker. Vero schafft es nicht, ihn zu klären. Da ist Zanzeb. Zanzeb aus der zweiten Reihe. Kommt vor die Füße von Becker. 1-0. Er macht sozusagen den Abstauber. Ist das ein Abstauber? Der Schuss von Zanzeb wird abgeblockt. Landet vor den Füßen von Becker und der Prime-Tipp. Ist er kaputt? Nein, du hast ja gesagt gehabt, 3-1 für die Helvetik-Stars. Und schaut mal, was für einen schönen Fußball die Franzosen spielen. Ryan Kitov. Zanzeb. Zanzeb, Kiki, schöne Stellung, spielt Don Lino. Aber Patrick wird umgehauen. 2-0. 2-0. Wir sind in der 12. Spielminute. Rainy Sports kommt zweimal vors Tor. Und treffen zweimal. Aber für mich war das ein Foul an Patrick. Für mich war das ganz klar ein Foul an Patrick. Aber noch ist hier nichts entschieden. Winigant. Pass auf rechts. DR90. DR90. Flank rein. André! Schönes Seitfallzieher-Tor. Das ist der Anschlusstreffer für die Helvetik-Stars. Und das war mal André-like. André-like. Levin ist auch hier, es ist kein Platz für uns zwei Kollegen. Winigant, DR90 und 2-2, nein! Man kriegt Gemütlichkeit, Tadasch, danke mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Wir gehen die zwei vorigen Spiele von Helvetik aus, die haben alle gewonnen. Die haben alle gewonnen. HSV Soccer Elite, ich glaube es war 6 oder 7-0. Und das Spiel davor. Auch weggefegt. Auswärtstorregel hilft. Ja, so sieht's aus. Mathis Borussia. Doppelpass mit Winigant. Mathis Borussia auf DR90. Winigant im 16. Aufpassen, Rainy Sports. Aufpassen, Rainy Sports. Aber gutes Stellungsspiel. Gut gemacht. Wenn sie so. Ja, so sieht's aus. Ramos Yeles sagt es. Die Franzosen dürfen nicht Tiki-Taka-Fußball machen. Müssen unbedingt stören. Pressspiel. Da muss man pressen, meiner Meinung nach. Man darf die Franzosen nicht im Ballbesitz lassen. Für mich muss man hier den Ball und die Gegner laufen lassen, weil da hat man mal gesehen. Zwei, drei Anspielstationen und schon waren sie vorm Tor. André, Numara, Winigant, Winigant, André, André, 2-2. André mit dem Doppelpack. Und ich darf nicht mehr schreien. 25. Spielminute. Das Spiel ist gedreht. Rainy Sports, Becker Doppelpack, André Doppelpack. Und jetzt geht's los. Jetzt haben wir ein schönes Fußballspiel. Und die Auswärtstorregel, die zählt. Die zählt sowas von. Vero, Vero, mach keinen Fehler, Junge. Vero verliert dann den Ball. Kiki, Kiki mit dem Fuß dazwischen. Aber die Gefahr ist gebannt. Eckball. Das war krass gespielt, so sieht's aus. HV eSport sagt Boom! So sieht's aus. Don Lino gewinnt das Kopfballduell, herausgeköpft. Aber die Gefahr ist noch da. Pat, Don Lino, wieder Don Lino, wieder!
Ich dreh durch, ich bin im Büro eh alleine, keiner hört mich. Ja, 30. Spielminute, noch etwa 15 Minuten bis zur Halbzeit. Patrick, der war nicht aus. Klärt ihn noch. DR90, schöner Ball, Zuckerball, langer Ball. Mattes Borussia mit der Reingabe. Torwart forstet ihn raus. Und jetzt der Konter. Die Kontermöglichkeit für die Franzosen. Patrick, du bist so ein Monster, Junge. Patrick, du bist so ein Elefant. Wegen deinem Rüssel. Schöner Seitenwechsel. DR90. Aufpassen. Wenigand. Auf dem Tor. Eckball. Der war nochmal abgefälscht. Und Numara flankt bei der Ecke. Also die Ecke von Numara landet sofort im Aus. Dreht sich rein. Und was macht der Torwart da, André? Numara und Helvetic Stars spielen echt schönen Fußball. Sind aufgewacht, die Franzosen. Nur noch in der Defensive. Nicolas Pepe. Don Lino. Passt auf, gut den Ball abgelaufen und Jungs aufpassen. Buffon geht auf Nummer sicher und schießt den Ball raus. DR90, weniger, kein Abseits. Lass deine Fahne unten, Schiri, lass deine Fahne unten. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. 5 Minuten sind es noch bis zur Halbzeit. Don Lino. Willi macht zu viel Fehler, sagt Marcel. Was meinst du damit? Sonst top. Der Junge spielt echt schön Fußball, meiner Meinung nach. Ganz großes Kino, was Willi Gant hier am heutigen Tage zeigt. Ich mag mich ja vielleicht irren, aber der Willi Gant für mich am heutigen Tage. Der Mann des Spiels. Der Mann der Spiele. Nero. Fuß dazwischen, abgeblockt. Und der Stadionsprecher sagt uns 2 Minuten Nachspielzeit. Das ist wohl der letzte Angriff, Mattes Borussia. Und die Nachspielzeit ist noch nicht abgelaufen, müsste jetzt abgelaufen sein. Miro gewinnt das Kopfballduell. André, nicht abpfeifen, Schiri. Oh, jetzt kannst du. Herr Schiedsrichter, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es und es steht 2:2. Es steht sowas von. Wow. Minigant. Okay, jetzt muss etwas kommen. Jetzt müssen auch die Tore sitzen. André ist immer mal für ein Tor gut. Numara. Minigant. Gemütlichkeit mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. 2:2. Und was sagt ihr jetzt von Winigant? Winigant ist the best, yeah! Winigant ist awesome! Jamming mit dem Fuß dazwischen. Go Winnie! Go Winnie! Winnie! Das war mal echt ein schönes Tor. Winigant. Goal, no trick. Rangitov. Numara. Gut gemacht. Aber was macht Numara da? Junge, da lobe ich dich. Und was machst du denn da, Kiki? Wovon geht ins Tor? Okay, Jungs, jetzt das Spielstand halten. Wenn nicht sogar einen nachlegen. André. Auf Winigant. Numara. Pass auf rechts. Mattes Borussia lässt ihn los. Winigant im 16er. Aufpassen. Winigant. André. Schönes Tor. Patrick mit der Nummer 8. Und ist klar, dass die Fans hier mehr sehen wollen. Aber ist das ein Eigentor? Für mich geht er ganz klar auf Patrick. Ja, der wird auch so gewertet. FIFA ist fair. EA ist fair. So kennen wir FIFA und EA. Rangitov. Vamos. Vamos, Shahin. Kiki. Rangitov. Yes, so sieht's aus. So, 55 Minuten sind gespielt.
Und ich bin der Meinung, jetzt muss was kommen. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss man nachlegen. Kein Gang zurückschalten, die Franzosen. Rainy Sports ist sowas von gefährlich. Ich ändere mal meine Haltung hier, dass ich nicht so arrogant rüberkomme. Willigant. Mr. Pomaya. What's get up? What's get up, Mr. Pomaya? Mattes Borussia. Sexobeat passt auf. Sexobeat ist da. Sexobeat. Aber Mattes Borussia holt sich den Ball wieder. André. So, und das ist mal meine Donation-Link. Jeder, der mich und meinen Stream aktiv unterstützen will, kann das hier machen. Freue mich über jeden Euro. Das ist natürlich kein Muss. Followen, angucken, chatten, aktiv sein reicht. Abschluss aus der zweiten Reihe. Pat will sich mit dem Tor krönen. Und hier mal bei Mr. Prime namentlich laut schreiend erwähnt werden. Numara. Numara! Und da wird der 90 weggefegt, nachdem er den Ball gespielt hat. Ramo Petty hat einen reingesetzt. Ja. So, noch etwa 27 Minuten zu spielen. Und dann gehen wir direkt ins Rückspiel. Direkt. Und 4-2 ist eine gute Ausgangslage. Vielleicht noch das dritte. Vielleicht noch das fünfte Tor. Damit wir 3 Punkte, 3 Tore. Ehrenpet. Milchi, du bist der Wahnsinn. Inigant, Inigant. Setrack. Mittelstellungsspiel. Okay, Jungs, was sagt ihr über das Rückspiel? Was sagt ihr? Und warum habe ich die Musik noch an? Warum sagt mir keiner, dass ich die Musik noch an habe? Jungs, habt ihr das gehört im Hintergrund? Ich hatte die Musik an. Das ist mein Patzer à la Mr. Prime. André. Mattes Borussia. Siebzigste Spielminute. Kiki. Der 90. Ramo. Numara. Numara versucht den Zuckerball. André ist da. Oh, weniger aufpassen. Go, Vini. Wenn du da den Torwart triffst, ist es die rote Karte. Don Lino. Don Lino. Mattes Borussia. Doppelpass. Numara. Und schon sind sie wieder in der Angriffsformation. Das magische Trio. Numara, weniger und André. Aber ich will hier niemanden außen vor lassen. Mattes Borussia macht ein super, super Spiel. Sehr gut an dem Tag. Weniger und komm, aus der zweiten Reihe. Zeig den Leuten etwas für ihr Geld. Oh, schöne Ballannahme. Aber das war mal gut gemacht von Don Lino. Und Jungs, ich bin etwas außer Atem, weil ich hier kein Fenster aufmachen kann. Es ist hier ziemlich, ziemlich heiß. Es ist hier ziemlich heiß, weil, wie soll ich sagen, wenn ich das Fenster aufhabe, und da kriegt Vero die gelbe Karte. Da muss er jetzt aufpassen, nicht die rote riskieren. Weil dann kann er nicht im Rückspiel mitspielen. 33 Meter für mich, für meinen Geschmack, etwas zu lang, um ihn direkt zu machen. Und Mattes Borussia wird da umgehauen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Eine weise Milch sagt mal, egal wie arm du bist, ich habe zwei Arme. Das ist geil. Das ist sowas von geil. Langer Einwurf und der geht mal direkt ins Aus. Das war schlecht. Das war schlecht. So, noch etwa 80 Minuten zu spielen. Nein, noch etwa 80 Minuten zu spielen wäre der Wahnsinn. 80. Spielminute, noch etwa 10 Minuten zu spielen. Jetzt habe ich es. Willigant. Ramo. Nein, das ist nicht Ramo, das ist Numara. Moin, Leute. Moin, mein Zocker. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Und danke nochmal für dein Follow. Der 90. Willigant mit der Hacke. Und da gibt's die gelb-rote Karte für Kitov. Der 90, der wurde
etwas härter attackiert. Und das war für mich ganz klar gelb und auch gelb-rot. Flanke kommt rein. André geht zum Kopf. Torwart ist da. Abschluss. Abgeblockt. Nicht das 5:2. Das wäre wichtig gewesen, meiner Meinung nach, Patrick. So, Jungs. 3-1. Nicht das Tor kassieren. Nicht das Tor kassieren. 5 Minuten noch. 5 Minuten, Dolino. Und vorne ist da. Numara, Bombenzehner. So sieht's aus. Numara! Kenn ich. Ramo aus dem Büro heraus. Ah, so sieht das. Oh! Sein Hinterkopf hat seinen Hacken berührt. Habt ihr das gesehen? Pet, da darfst du da nicht so rangehen, Junge. Patrick. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Den Pass. Und jetzt vielleicht 5:2. 3 Minuten gibt es oben drauf von Schiedsrichter. Mattes Borussia bleibt hängen. Und jetzt das 4:2 halten, Jungs. 4:2 halten. Nicht das Tor kassieren. Nicht das Tor kassieren. 4:2 halten. Nachspielzeit ist aktuell, also offiziell jetzt abgelaufen. Das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Angriff. Pat, du bist ein Elefant. 4:2. Helvetik Stars. Und nein, nicht feiern, ne? Jungs, das ist zu früh für. Es gibt ja noch das Rückspiel. Yes, baby, Buffon Pro Club, so sieht's aus. So sieht's aus, 4 Spiele und 4 Siege der Helvetik Stars. Hoffentlich. Und da gehe ich mal in mein Studio.